everyone, welcome back to my channel. So, yep, as you already knew, I kind of disappeared for the last five months, and I didn't really upload anything. Yeah, I just disappeared. So a lot of you guys already asked me, like, through Instagram, Facebook, or YouTube comments and everything, how is my German now? How is my German? Well, it's not going anywhere. Nur ein Witz, guys. Hallo alle zusammen. Ich bin heute zurück mit einem Video über meinen Fortschritt mit dem Deutschlernen. Ja, denn ich habe viele deutsche Zuschauer. Es freut mich so sehr zu wissen, dass ihr auch nach 5 Monaten ohne einen Upload immer noch hier seid. Viele von euch haben mich gefragt, wie mein Deutsch ist. Und deshalb mache ich dieses Video für euch. Ehrlich gesagt ist es immer noch nicht so gut, besonders meine Aussprache. Wie lange lernst du Deutsch? Also ich lerne schon seit 10 Monaten Deutsch, obwohl mein Studium an der Hochschule Augsburg ganz auf Englisch ist, fühle ich mich, dass es nötig ist, Deutsch zu lernen, einfach damit ich mich mit Leuten um mich herum unterhalten kann. Es ist immer noch schwer für mich, alles richtig zu verstehen. Die meisten Deutschen sprechen so schnell und auch teilweise Dialekt. Ich wohne in Bayern, da möchte man das besonders. Das muss ich natürlich immer mehr üben und hoffentlich kann ich das in der kurzen Zeit auch schaffen. Wo hast du Deutschkurse? Ich gehe an die VHS, Volkshochschule. Eine Staatsschule für Sprachen, die es in ganz Deutschland gibt. Die Kurse da machen total Spaß. Man spricht sehr viel Deutsch und lernt auch viele Freunde kennen. Die Hauptsache ist, dass es nicht so viel kostet. Als Studentin bekomme ich ungefähr 25% Ermäßigung. Ich bin dort gerade mit dem B1 fertig und im März fange ich dann mit dem B2 an. Ja, normalerweise kommt zuerst der B1 Plus, aber ich glaube, ich bin gut genug, gleich den B2 zu machen. Wie lernst du sonst Deutsch? Neben den Kursen schaue ich auch englische Serien auf Deutsch, natürlich mit Untertiteln, so wie Gossip Girl oder How I Met Your Mother. Die Untertitel helfen mir so sehr. Und die Unterhaltungen sind nicht so besonders kompliziert. Deshalb passt das ganz gut zu meinem Niveau. Es gibt auch sehr viele deutsche Kanäle auf YouTube, die mir helfen. Zum Beispiel Easy German oder Germania. Und wenn mir langweilig ist, schaue ich auch German Next Top Model. My boyfriend doesn't really like it. He thinks it's stupid or something. Ja, er denkt, dass es dumm ist, aber ich finde es ganz lustig, besonders die Drama. Was findest du das Schwierigste im Deutschlernen? Auf jeden Fall die Aussprache. Viele Leute finden die Grammatik so anstrengend, aber die finde ich nicht so schlimm. Mein größtes Problem ist die Aussprache, zum Beispiel sonst nichts. Ich kann das nicht so schnell sagen. Oder zurück oder die ganzen Erst. Ich glaube, es liegt an meiner Muttersprache. Sie ist ganz anders als Deutsch und für mich natürlich viel einfacher. Liest du Bücher auf Deutsch? Ja, natürlich. Im Deutschkurs haben wir den Weihnachtskrimi in München gelesen und er hat mir gut gefallen. Danach habe ich angefangen, Der Puppetist zu lesen und ich kann ihn gut verstehen, denn die Sprache ist lustig und einfach. Ich lese es immer noch. Es heißt Geh vorbei, wenn du kannst von Gigi Martin. Ich weiß aber nicht, was ich von es erwarten kann, aber ich habe es beim Sozialkaufhaus für 50 Cent gekauft, also nicht so schlimm. Danke fürs Anschauen. Bitte schreibt in die Kommentare, wenn ich Fehler gemacht habe. Ich lese alles.
Also, can I speak English now? Okay, so it was really difficult for me to film this video because I'm not really fluent in German yet. But of course, German is going to be my main focus now. Beside my studying at Hochschule Augsburg, actually I finished almost all the classes from the last semester. So I had all the grades online and everything. So yeah, my main focus now is to go to work and then learn German, and then sometimes maybe make some videos, funny videos for you guys. I do really think that German is really, really, really important to me because I want to stay here for a long time. Like maybe if I had a job, maybe if I can marry a German guy. I mean, my boyfriend is here and this is a really good country, and it actually gives me the opportunity to develop myself, and a lot of chances are waiting for me. So yeah, maybe I'll stay here forever, who knows. And once again, I want to say thanks to my boyfriend who helped me with correcting the transcripts, you know, and helped me with my pronunciation. I know that my pronunciation is so bad. Normally when I spoke German, I didn't really realize my mistakes and my pronunciation mistakes, but today when I'm recording it and I'm rewatching it, I actually feel that my pronunciation is so bad. So sorry you guys, sorry if you have to listen to it for a couple of minutes, but I'm gonna definitely improve it, I promise. So thanks you guys for watching again, and please write in the comment section down below your ideas or any mistakes that I make. Please help me to improve my pronunciation and everything. Thank you guys.